dann den nächsten rechts. Auf der Kupplung und da muss man wirklich mit Gefühl reinschleifen. Ne? Pass gut auf, guck auf den hinter dir. Der fährt so nah auf, weil du so langsam wirst. Das ist richtig. Beobachte den nur eher, dann erschreckst du dich nicht, wenn der auf einmal vorbeizieht. Ja. Und halt immer so ein leichtes Auge jetzt auf den. Und jetzt zieh wieder los, ne? Das ist 50 hier. Nee, da war gerade noch 30. Achso, für dieses Baustellen. Weil die da wegen dem Auto, Bulli, Bus, whatever. Ja, ja. Ja, auch wenn die Straße so ein bisschen Schrott ist. Versuch halt ansatzweise an den 50 zu bleiben. Ja. Es sei denn, die stellen dann ein Schild hin, wie sie es überall eigentlich machen. Achtung, Straßenschäden. Dann kannst du ein bisschen langsamer werden, sodass uns hier nicht in Tassen aus dem Schrank fallen. Okay. Der hinter dir, der fährt schon die ganze Zeit ziemlich nah auf, macht immer schon so ein bisschen den hier. Das ist, davon lasse ich mich nicht irritieren. Das ist sehr gut. Vergiss ihn nur nicht zu beobachten. Dass du dich davon nicht irritieren lässt, cool, und sollst du auf gar keinen Fall aus der Fassung bringen lassen. Aber beobachte den weiter. Ist jetzt 50, ne? Ja, aber es ist voll unübersichtlich. Stimmt. Deswegen ist es okay, wenn du zwischendurch auf 40 runterkommst, 35, je nachdem, wie es passt. Aber an den Stellen, wo frei ist, versuch dem Prüfer zu zeigen, dass du auch 50 fahren kannst. Weil das ist ein dünnes Eis zwischen ich kann das nicht und ich fahre vorsichtig, weil ich das einschätzen kann. Weil viele sagen dann, ja, aber hier kann man ja gar nicht 50 fahren und fahren dann die ganze Zeit mit 30 diese Straße entlang. Das darf dir nicht passieren. Ne? Zum Beispiel jetzt ist das immer noch ein großes, freies Stück, bis das nächste Auto kommt. Da könnte man erstmal ein bisschen beschleunigen. Danach ist es dann wieder okay, wenn du ein bisschen langsamer wirst. Aber diese Felder, dass du da so ein bisschen variierst dazwischen. Zum Beispiel jetzt. Jetzt kannst du da ein bisschen Gas geben. Weil die Straße breit ist, dir erstmal keiner entgegenkommt. Aber merkst du, das fühlt sich noch nicht so sicher an, wenn du hier dann schneller wirst. Aber trotzdem wichtig, dass du das zeigst in der Prüfung, dass du das kannst. Hingegen, sobald, so wie da einer steht oder der einer entgegenkommt, ist auch völlig in Ordnung, wenn du langsamer wirst. Weil jetzt hat der Prüfer ja gesehen, du weißt, hier ist 50, du kannst hier auch 50 fahren und an der richtigen Stelle gehst du auch langsam runter. Hier stehen, warte, jetzt nicht näher ranfahren, weil du nicht weißt, wie lange der da steht. Wenn du 10 Meter entfernt stehst, hast du die Chance, ein bisschen links rüber zu fahren und zu gucken. Ja. Aber wenn du nah dran fährst, hast du verloren, dann kannst du gar nichts machen. Deswegen, wenn du schon merkst, du fährst daran und denkst, oh nein, warum das denn, bleib 10 Meter entfernt stehen.
Und zwar so ein bisschen so nach links versetzt, dass du eine Chance hast zu sehen, ob da jemand kommt oder nicht. Und dann überholst du auch nur, wenn es wirklich passt. Ja. Links dann weiter. Die Situation mit dem da, wo es eng war. Jetzt gerade, weil der Bus dir entgegengekommen ist. Aber stehen bleiben? Besser. Okay. Weil, guck mal, wenn jetzt noch ein Auto da blöd parkt und Außenspiegel sind schon so breit, dann ziehst du ein bisschen rüber. Ja, das Auto streifst du nicht, aber vielleicht den Außenspiegel. Ja, okay. Und dann gehst du unnötiges Risiko ein. Und ich sag mal so, das sind ja auch nur 45 Minuten. Wenn es da mal eng wird, dann bleib doch stehen. Ja. Also wenn dem Prüfer das nicht passt, dann sagt der immer noch, oh, Greta, irgendwie, ich glaube, das hätte gepasst, kannst auch fahren. Dann sagst du, oh, tut mir leid, ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ja. Dann fährst du weiter. Aber dann entsteht immer noch keine gefährliche Situation. Ja. Vielleicht hast du immer im Hinterkopf, was der Prüfer wird nie sagen, das war eng, Greta, sehr gut. Ja, okay. Aber man sieht das ja immer so, wie, ich sag mal, alle anderen fahren, also Verwandte, Bekannte, Freunde und so, die fahren da ja auch durch. Deswegen fühlt sich das immer so ein bisschen komisch an. Man sagt, ich kann doch nicht einfach stehen bleiben. Naja. Wenn du einfach stehen bleiben. Wenn du Führerschein haben willst, mach. Bleib ja. stehen. Ne? Ja. Okay. Aber es gibt ja auch keinen Applaus, wenn es eng wird. Ja, nee. Das stimmt. Ruhig auch über die gestrichelte Linie fahren. Ne? Gar kein Problem. War ja gar nicht so. Ne? Also wenn die nicht durchgezogen ist, dann fahr ruhig drüber. Mach dir da nicht unnötig das Leben schwer. Gesagt hat. Dann hast du es einfach. Stell dir mal vor, du wärst auf der Spur geblieben und der Prüfer sagt, ja, und nächste Ampel rechts. Also Richtung Café der Zoll, weil er parken will. Ja. Dann musst du von da irgendwie jetzt hier durchkommen. Nee. Deswegen bleib immer hier drauf. Ist schon gut. Ja. Nur bei dem Wechsel auf die Spur. Was man hätte noch machen können? Schulterblick. Ja. Weil zum Beispiel im Sommer, das ist jetzt kein Sommer, aber wenn Sommer wäre, ja. dann fahren ja auch viele Roller und Mopeds durch die Gegend. Und die ziehen, bevor du überhaupt darüber gezogen bist, versuchen die schon da durchzukommen. Ja. Siehst du vielleicht nicht im Außenspiegel. Aber dann schon. Genau. Dann aber, machst du einmal so zur Seite, auch wenn man denkt, wer soll denn da sein? Ja, aber man weiß ja nicht. Ziehst du rein, ja, genau. Okay. Rechts weiter.
das beides hier sind Spielstraßen. Und die, also verkehrsberuhigte Bereiche, die haben keine Vorfahrt, wenn die da rauskommen. Ne? Die haben auch das Vorfahrtgewehr nochmal zur Information da oben hängen. Also nicht, dass du dich da wunderst, wenn da mal einer irgendwie ein bisschen schneller ankommt. Mhm. Ist halt ein verkehrsberuhigter Bereich, das Vorfahrt. Ne? Geradeaus weiter. Geradeaus kannst du nicht blinken. Ja. Muss ich nicht langsamer fahren? Ich weiß nicht. Gut. Das ist eine gute Idee. Weil wegen dem Schild oben, ne? Ja. Und dann. Muss ich Schrittgeschwindigkeit? Yep. Dann war es das nämlich schon. Genau, nicht schneller. Und dann rechts weiter. Zettel bekommen. Weil ich es nicht wusste, dass man in verkehrsberuhigten Bereichen nur in gekennzeichneten Flächen parken darf, so wie da. Mhm. Und wenn ich habe dann hier geparkt, weil ich so gedacht habe, boah, ist hier voll viel Platz. Und dann kam das Ordnungsamt und ich hatte Post vom Bürgermeister. Ja. Ich habe 15 Euro hier die Müllabfuhr supportet. Und dann rechts weiter. Weil der Grund, warum der Prüfer hier reinfährt, ist nicht, weil er sehen will, wie toll du 10 km/h fahren kannst. Ja, nee, sondern dass ich beobachte. Genau, und dann rechts weiter. Gut. Was ist denn für sowas? Ist jetzt diese Kamera an den Füßen? Gut, nicht, dass die Leute sehen sollen. CD-Kupplung. Sehr gut. Wir fahren dann geradeaus weiter. Wer hat jetzt alles Vorfahrt? Nur mal so, dass wir drüber reden. Die hier eigentlich nicht, weil die aus dem Verkehrsberuhigten. Und wir? Wir auch nicht. Genau. Also wir beide nicht. Wir nicht und er nicht. Ja, aber einmal, weil da ist ein Abgesenkter Bordstein, ne? Und wir kommen auch aus dem Verkehrsberuhigten. Das heißt aber, zwischen uns und dem Weißen zum Beispiel gilt sowas wie rechts vor links. Weil wir beide, zwischen uns beiden, ja, ja, weil wir beide aus dem verkehrsberuhigten Bereich kommen. Ja, ja. Er und wir, ne? Ja, dann hat er natürlich. Ja. Also im Prinzip haben alle Vorfahrt außer uns. Mhm. Der, weil er auf der Hauptstraße ist. Der auch, weil er auch auf der Hauptstraße und ist. Und der, weil er vorne rechts kommt. Ja. Okay, und dann taste dich langsam rein. Gut. Mal rechts vor links kommt, leg ihn einmal kurz drüber, dann guck rein und dann geh wieder aufs Gas. Weil wenn du sonst da reinguckst,
Weiß ja nicht genau, warum du da reinguckst. Kann ja auch sein, dass du jemanden kennst, der da wohnt. Und besser und für den Prüfer super klar zu erkennen, dass du es erkannt hast, ist, wenn du bremsbereit bist. Also, ne, Fuß einmal drüber. Everybody. 90er waren eine verrückte Zeit. Weißt du, warum der jetzt so schnell geworden ist? Ja, wegen der Kurve. Oh. Yes, aber gut gemacht. Gut gemacht. Oh mein Gott. In der Prüfung ist das einfach nur ein Zeichen dafür, dass du sehr gut mit der Kupplung umgehen kannst. Andere können das nicht, denen wäre der Wagen ausgegangen. Okay. Also Greta ist jetzt im zweiten Gang einfach angefahren. Das muss ich kurz. Wenn du. Das ist nicht schlimm. Das kann in der Prüfung locker passieren, interessiert niemanden. Okay. Es interessiert wirklich niemanden. Okay. Auch nicht, dass du dann, wenn du weiterfährst, darüber nachdenkst. Das ist just egal. Okay. Voll egal. Weil das halt häufiger mal vorkommt. Was den Fahrschülern dann dabei aber meistens passiert, ist, die fahren los und dann dupp, ist das Auto aus. Dann machen das die. Ist nicht so. Das ist nicht so okay, weil dann machen die meistens, starten das Auto wieder, schalten immer noch nicht und versuchen nochmal loszufahren. Dann geht das Auto ja wieder aus. Dann wird es irgendwann zum Problem. Und rechts weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren, passt auf euch auf, denkt dran, ich habe euch lieb und Livestream gucken nicht vergessen. Jeden Tag 19 Uhr. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!